Hallo und herzlich willkommen zu Ghost Recon Online. Wie ihr noch schnell gesehen habt, habe ich jetzt mal einen Supporter ausgesucht. Den haben wir nämlich noch gar nicht gespielt. Und schauen wir mal, was der Kollege alles kann. Ob er direkt am Anfang Munition verteilen kann, weiß ich nicht. Das werden wir jetzt gleich mal in Erfahrung bringen. Hoffe ich doch. So, Tag. Prima. Wunderbar. Also. An der Knarre. Naja, kann ich schon die Knarre umschalten. Rücken wir mal vor. Mit F. Ne, habe ich noch gar nicht. Ich kann also keine. Sehe niemanden. Da rannte er. Zack, auch noch nicht verpasst. Schön aus der Deckung heraus. Lässt sich am besten arbeiten. Der ist schon fast im Eimer. Na komm noch mal hoch. Aha, haben sie mich doller erwischt. Macht aber nichts, ist ja alles vor dem Start. Und jetzt ist erst Start. Zack. Los geht's. Erobern Sie Punkt C. Ach was. Hätten wir ja soweit nicht gedacht. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Runter. Ja, da war einer schneller wie ich. Der ist ja schneller unten gekommen. Hätte ich nicht gedacht, dass einer so schnell nach unten kommt. Ah, der ist durch. Wisst ihr, das wollte ich nämlich auch. Hier steht einer direkt beim Start. Leider. Losing Charlie. Ist die Frage, kommen wir hier noch flott genug vorwärts? Sehr gut. Securing Charlie. Gibt's denn das? Ach, den Kalt. Ja, man muss mehr in der Deckung arbeiten, aber ich bin nicht so der Deckungsarbeit-Mensch. Ich bin mehr gewohnt, mich frei zu bewegen. Ja, Spielverhalten an sich. Man läuft ziemlich flüssig, aber wie ihr vorhin gesehen habt, denke ich mal, wird kleinzeitig berechnet. Ich kann nicht genau sagen, aber ich glaube, wird kleinzeitig berechnet. Warum? Wie komme ich auf die Idee? Weil ich vorhin an der Mauer schon vorbei war und er trotzdem konnte in meinem Fuß schießen. Ja. Das halte ich für. Ja, das ist nicht fassbar. Deswegen denke ich, dass der Kleinseitig berechnet wird und deswegen auch ein bisschen träger ist. Ja. Und, warte mal, zweitens wollte ich noch irgendwas sagen. Habe ich jetzt schon wieder vergessen, weil ich mich schon wieder geärgert habe, dass der Typ mich da wieder erwischt hat. Ich sterbe hier nur in einer Tour. Schlechtester Mann, klar. Er muss doch da hocken. Ist doch nicht. Kommt man hier vorwärts, Jungs? Ist es denn? Nicht fassbar! So, jetzt aber jetzt wird's klappen. So, jetzt komm, ich rocke. Ich rocke. Wollen wir nochmal sehen, ganzen Penner. Und eine Granate hätte ich gerne. Wie gerne hätte ich eine Granate? Damit hätte ich schon etliche.
Von wo? Hat er ihn? So, schön langsam, langsam, langsam. Runter! Manometer! Bester Supporter. Ich bin bester Supporter. Der einzigste Supporter. Wer hätte es gedacht? Na, Hauptsache gewonnen. Ich habe fast so viele Punkte wie drüben, der Beste im anderen Team. LOL, oder? Ne? Bester Supporter. Ja, so geht's, Leute. Ne? Also, Supporter ist super. Kennt keiner Spielsupporter, dann bekommt ihr auf jeden Fall beste Supporter-Medaille. Aber wenn ihr dann noch Punkte gäbe, wäre ja noch doch toller. Weg, 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 hinter der Wand. Ich gehe mit hier unten rum. Komm, wir gehen alle hier unten rum. Ich bin wieder Letzter, also bin ich der Erste, der eine Kugel in die Birne bekommt. Jawohl, genau so geschehen. Ja, ihr seht, ich kenne die Map noch überhaupt nicht, gar nicht. Ich kriege hier einfach ohne Ende auf Popo. Ruben Charlie. Ich hab den gesehen. Ach toll, was für eine Deckung ist denn das? Meine Fresse! Der hat mich erschossen. Wie denn, bitte? Der andere hat auf mich erschossen. Ich weiß nicht, ob das hier mein Game wird. Ich muss bestimmt viel defensiver spielen. Immer nur schön hocken bleiben in den Ecken. Aber wir wollen noch Charlie haben. Also ich laufe einfach da rein, schmeiß mich da hin und fertig ab. Down. So, zack. Hahaha! Na, so geht die Scheiße. Auf dem Boden liegen, ein Drübrostreck erschießen. Alles secured. Losing Charlie. Securing Charlie. Is Charlie secured? Jo. Da war schon eher mal ein Angriff. Hab ich gesehen. Von wo? Hab ich schon mal reingelatscht, ne? Halleluja. Echt schwer das Game, man muss wirklich, wirklich die Maps kennen, ja? Kennt man die Maps nicht 100%, wo einer liegen könnte, hat man wirklich gelitten. Kriegt man einen auf den Arsch. Ah, wir gehen hier durch. Immer vor, ne? Natürlich nicht. Der ist schon vorne durch. Hinlegen.
kann ihn von da aus gar nicht erwischen. Ist egal, oder? Die Leiche dient als Barriere. Ne! Von hinten einmal durchgelaufen. Ja, das würde ich auch gerne. Dazu müsste ich aber den Sniper spielen. Da habe ich auch schon die Tarnung erforscht. Aber ich will ja auch mal gerne Supporter spielen und Munition verteilen. Oder gucken, ob der noch was kann. Aber ich denke mal, der Supporter kann in erster Linie nur Munition verteilen. Denke ich. Ist ja auch an sich logisch, ja. Legen. Ha! So, meine Schweinchen, jetzt seid ihr dran. Kommen die gleich durchs Fenster. Unten laufen meine Männer. Unten ballert es. Ein bisschen runter. Na! Den habe ich gesehen. Warning. Heavy casualties sustained. Ach, doch die Fresse. Mann. Haben wir selber gemerkt, dass wir viel verloren haben. Das war aber nichts mit dem dicken Schild. Da unten wieder gucken. Keiner, ist keiner. Da liegt einer. Unten hat wer geschossen. Lol, schon da in der Ecke. Mach ihn kalt, die Sau. Verkehrte Seite. Schnell. Ich weiß, wo sie sind. Ich weiß, wo sie sind. Direkt hier einer in der Ecke. Hab ich gesehen. Ich hab ihn gesehen, er ist hochgeklettert. Kann ich angehen. Sau. Haben sie noch erwischt. So sieht's aus, Junge. Ich habe immerhin zweimal oder dreimal abgeknallt. Zwei, drei. Immerhin. Ist wirklich sehr schwer vorwärts kommen. Abgeknallt. Ecke. Fuck! Ich hatte noch 100. Ich habe den kein einziges Mal getroffen. Tja. Schade, ich würde gerne noch. Hier mit den Waffen kann ich nichts abfangen. Was ist das für eine Waffe? Wenn ihr Bescheid wisst, welche Möglichkeiten man hat, den Gegner seine Waffe zu sehen. Ich habe die zwar kurz gesehen, die Silhouette, aber ich hätte schon gern mehr Infos als nur die Silhouette. Damit kann ich leider nicht geben, wenn ich mit nichts anfange. So.
Haben wir. Fuck, ich wollte noch bis zu dem Bus durchdringen. Ah, der sitzt da wieder. Der weiß wirklich, der dieser N&E-Typ da, der weiß wirklich, wo man hockt. Ich wette, der war auch erster bei den Gegnern. Ne, ist er nicht. Also, vergesst alles, was ich gesagt habe. Hab noch Scheiße erzählt. So. Los, kletter mal. Immerhin, immerhin. Ein abgeknallt Sieg. So, und ich hoffe. Bester Supporter, natürlich, mich bester Supporter. Sieg, ehrlich. So geht's. Da sehen wir, was für Fähigkeiten die haben. Und ich hoffe, dass ich jetzt genügend aufgestiegen bin, um eine Fähigkeit zu bekommen. Aha, ausrüsten oder Blackout? Was ist denn Blackout? Also, Blackout. Schließt nahe feindliche Geräte mit EMP kurz. Ah, desorientiert Gegner und leert ihre Energie. Also ihre Gerätenergie. Aha! F zum Tragen, F zur erneuten Anwendung. Ist das was? Oder ausrüsten. Wehrt anfliegende Geschosse ab. Unverwundbar für Granaten. F zum Laden. Ja, brr. Hört schon gar nicht schlecht an. Wir nehmen hier... Das nehmen wir. Das nehmen wir. Zack, zack. So. Na gut. Ja, Hauptsache gewonnen, würde ich sagen. Und schauen wir mal, was im nächsten Match passiert. Ich würde sagen, soweit so gut. Erste Runde Supporter war ja nicht so der Bringer. Ich bringe euch noch morgen eine neue Runde Supporter, damit ihr sehen könnt, was ist. Ja, hier geht's schon los. Da müsst ihr schon wieder raus. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Habe die Erde. Tschüss.